Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Hannes ist auch am Start, der sitzt hier drüben, das ist der Hannes. Wir haben was vorbereitet, das gibt es normalerweise immer nur in weiß, so wie ich, das haben wir jetzt gefunden in schwarz, so wie der Hannes. Und das ist das hier, das ist nämlich Knoblauch, schwarzer Knoblauch. Jetzt will ich euch ganz kurz mal vorlesen und zeigen, was hier steht. Schwarzer Knoblauch, Genuss ohne Reue, neu. Hier sieht man nochmal also das Teil, dieses kleine Näpfchen, das war mega teuer. Das sieht sehr edel aus, aber es war mega teuer. So, das sollte fürs Thumbnail sein. Jetzt können wir mal kurz lesen, was da steht. Schwarzer Knoblauch ist handelsüblicher Knoblauch, der auf natürliche Weise fermentiert wird. Dein Lieblingswort. Ja. Während dieses Prozesses wird frischer Knoblauch mehrere Tage unter kontrollierten Bedingungen der Hitze und der Luft ausgesetzt und altert dadurch auf natürliche Weise. Der enthaltene Zucker und die Aminosäuren des Knoblauchs erzeugen während des Gärprozesses Melanoidine, die für die schwarze Färbung verantwortlich sind. Der Knoblauch erhält eine weiche, fast klebrige Konsistenz und sein Geschmack verschiebt sich in süßliche Bereiche. Er enthält Nuancen von Lakritze, Pflaume und Balsamico-Essig. Im Unterschied zu normalen Knoblauch verursacht der schwarze Knoblauch keinen unangenehmen Geruch im Atem nach dem Verzehr. Und dann denke ich mir, wozu braucht man dann Knoblauch, wenn es dann eigentlich gar kein Knoblauch mehr ist, sondern Rosinen, süßlich, ohne Mundgeruch hin und her. Ja, sieht aber trotzdem interessant aus. Das sind noch Rezeptideen, was man damit machen kann. Safran-Nudeln mit schwarzem Knoblauch oder Grillhähnchen mit schwarzem Knoblauch. Oder man isst es einfach so. Und das würde ich vorschlagen, wollen wir jetzt vielleicht mal machen. Ich mache diesen Becher, der war komplett noch zu, mal auf. Hier steht auch nochmal, natürlich fermentierter Knoblauch, süß im Geschmack, ohne Geruch im Atem, zum Gleichgenießen und zum Kochen mit Rezepten zum Ausprobieren. Nettogewicht 50 Gramm. So, hast du schon mal schwarzen Knoblauch gegessen? Probiert. Ja. Schon mal gesehen, aber irgendwo? Ja, ja, gesehen öfters, aber probiert noch nicht. Rieche mal. Ist wie, wenn man das so sieht, sieht aus wie Lakritz, ja, riecht ein bisschen süßlich, auch wie Lakritz, also, dass das was, was mit Knoblauch zu tun hat, das ist schon komisch. Wir können ja mal hier so ein, da drauf träufeln. Oh Gott. Es sieht halt einfach aus wie Holzkohle, Grillholzkohle. Ja, guck mal, cool. Das ist das Fass ohne Boden und hier, das blättert ab, das liegt so rum. Das ist schwarzer Knoblauch. Genuss ohne Reue. Hm. Hannes, dann nimm dir mal einen Brocken runter und probier mal den Brocken schwarzer Knoblauch, wie der dir schmeckt. Ja, er ist etwas pappiger. Pappiger? Mhm. Oh, wie geil ist das denn? Was zum Naschen für zwischendurch? Das ist Hammer. Hannes findet's geil. Hannes, nett. Diese Hannes findet's Hammer. Dieser Essig, der und alles, dieses ganze. Im Nachhinein merkt man, dass es Knoblauch ist, aber am Anfang total ist geil. Ich weiß, ich kann dem Ganzen, glaube ich, nichts abgewinnen. Großartig. Ich merke auch nicht, dass es Knoblauch sein soll, darstellen soll oder irgendwas. Ich merke halt einfach nur, dass es, naja, eigenartig schmeckt, total weich und matschig ist. Die Konsistenz passt mir nicht. Ist für Lakritz, hat es mit zu wenig Lakritzgeschmack. Und ansonsten ist es ja süßlich, komisch, aber irgendwie kann man es bestimmt trotzdem eklig finden, wenn man das so sieht. Hast du hier jetzt einfach nur irgendeine weiche, komische, süße Pampe hast, die klebrig ist. Das können wir zum Geburtstag vielleicht trotzdem mitnehmen und anbieten und sagen, hier, fass mal rein, willst du mal probieren, das ist was ganz Besonderes. Vielleicht macht sich das jemand mit an sein Grillfleisch, wie gesagt. Du hast jetzt noch eins gegessen, ja? Ja, das ist echt. Erstmal auch noch eins. Ich muss echt sagen, das ist lecker. Ich meine, gut, wenn man jetzt Rosinen isst, die sind ja auch so süßlich und vertrocknet und komisch. Das ist aber eher irgendwie feucht und weich. Vielleicht kann man das wie Rosinen mit Nüssen zusammen auch essen. Natürlich. Dann hast du irgendwie so einen Vergleich. Käse, Nüsse, alles.
Ich finde es lecker. Es ist auf jeden Fall mega besonders. Habe ich im Rewe-Sender gefunden. Ist auch jetzt schon ewig, steht das schon rum. Ist also auch lange haltbar, könnt ihr mal mitnehmen. Ich würde es nicht nochmal kaufen, weil ich würde es so auch nicht essen. Hannes findet es richtig gut. Zur Not kriegst du den ganzen Napf und darfst den dann morgen essen in Ruhe. Und alle denken immer, was macht der denn da? Ist das Kautabak oder so? Und der frisst sich da seinen schwarzen Knoblauch rein. Genuss ohne Reue, ohne Mundgeruch, ohne alles. Danke, Hannes. Bitte gerne dabei sein für den Test. Und schön, jetzt haben wir was gefunden, was ja. Hannes wie auf das Leib drauf gezimmert ist. Wir machen jetzt noch ein paar Bier-Tastings, gehen raus, die Sonne brennt, das wird genial. Peace auf Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Und denkt dran, Servus. Die Pflanze habe ich gefunden.